wie gesagt, ne, das wollen wir uns jetzt mal umbauen. So, als erstes machen wir mal Stop. Also ich finde ja unseren kleinen See hier gar nicht mal so verkehrt, also optisch gesehen. Ah, sehr gut, Lukas, das freut mich. Das freut mich, wenn bei dir alles wieder soweit gut ist. Das ist schön. So, wir wollen mal ein bisschen umbauen. Wie gesagt, wir schieben den mal erstmal beiseite. Machen wir jetzt hier einen Kahlschlag und Umschlag. Toiletten weg. Den ganzen Gedöns jetzt hier mal. Ja, das ist ja furchtbar. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gebastelt. Und dann sehen wir weiter. So. Wie gesagt, das... Na. Ach, das kann ich nicht wegpacken. Achso, Gott. Und dann weg. Wie gesagt, wir räumen jetzt hier mal auf. Ja, das ist mir alles zu wild und zu unstrukturiert. Komm. Die bewegen wir mal hier hin. Ihr könnt gleich spenden am Eingang. Oh, ich tackere ich hier zu. Wie gesagt, das wird gleich alles sich ändern. Sobald ich das Gebäude gesetzt habe... dann können wir auch noch ruhig noch mehr Spenden hinbauen. Warum eigentlich nicht? Ich meine, die Boys und Girls dürfen hier auf jeden Fall ordentlich spenden. Was ist das hier? Erhaltungsinfotafel. Okay, die können wir eigentlich auch mal direkt hier mit hinbringen. Zu den Komodo-Varanen. Soweit ich weiß, sind die sogar auch vom Aussterben ein bisschen bedroht, ne? Wenn ich mich nicht irre. Na Quatsch. Warte. Das auch so. X. Nee. Y. Stopp. Das war's. Alt Quatsch, das ist Blödsinn. Nicht kippen. Das ist das Grüne, genau. Ja, und dich schieben wir dahin. Mehr Info, mehr Info. Viel mehr Info, das passt jetzt. So, dieses Ding hier kann weg. Wie gesagt, ich werde jetzt hier erstmal, wie gesagt, den Rundumschlag machen müssen. Hallo, ich habe es doch weggemacht. Kann ich echt nur einzeln machen? Sehr ätzend. Schlimm, wie gesagt, wir werden die ganzen Wege wegziehen. Ich muss das neu aufziehen. Aber es lohnt sich. Zumindest dann, wenn wir den zentralen Punkt haben. Den habe ich vorhin, wie gesagt, zusammengeklöppelt. So, den haben wir auch. Was bist du? Du bist Just a Momento. Okay, ich bringen wir da auch mal hin. Euch. Wie gesagt, alles vorübergehend. Na, na, wie gesagt. Das wird sich hier gleich au alles aufdröseln. So, Wege. Weg mit dem ganzen Gelumpe. Alles neu. Dumme ist halt nur, dass besagtes Gebäude noch nicht voll ausgestattet ist. Sprich, es hat noch kein Interieur. So. Und tschüss. Und tschüss. 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 Und tschüss. So, jetzt das Gelände noch ein bisschen glätten. Ganz wichtig. Je glatter, desto besser. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen mit dem... nicht, dass ich noch mehr wegreißen muss. Schauen wir mal. Also, wir gehen auf Bau. Nee, halt. Baupläne. Baupläne. Dann auf meine eigenen. Und das ist... Welches war es denn?
Indoor-Gehege. Das hier. Zootreffpunkt. Wie gesagt, ist noch nicht fertig. Aber es sollte zumindest mal was werden. Wie gesagt, es sollte was werden. So, Wege. Baumrinde nehme ich da mal. Raster. Keine Sorge, wir setzen das gleich noch weiter runter. Dass das natürlich jetzt nicht einwandfrei hier passt, ist klar. Aber hier passt es ja zumindest fast dran. Oh, zack, 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 zack. Ich muss ja überall die Wege reinsetzen für die Besucher. Dass die hier laufen könnten. So, dann werden wir das Ganze gleich... dementsprechend auch weiter absenken. Na, zack, zack. Hier geht es natürlich jetzt nicht, weil da was im Wege ist, das ist klar. Oh, der. Ja, du hast eine Kachel übersehen. Ja, 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 ich weiß. Hier ist eine Kachel übersehen. Ich, hab noch viel mehr Kacheln übersehen. Ich muss das erstmal alles auspflastern. Machen wir aber gleich. Ich muss es eh noch absenken. Da ist noch was. Das wird eh gleich noch aus, abgebessert. Das muss sowieso noch mal weg hier gleich. So, jetzt gehen wir an den Innenbereich. Guck mal. Die Kamera ist manchmal echt ein bisschen böse. Da brauchen wir nicht. Da brauchen wir aber. Da, da. Da. Wie gesagt, vorhin alles auf die Schnelle mehr oder weniger zusammengeklöppelt. Na. Ist immer so ein Problem, wenn du hier, da müsste ich dann die Vivarien reinsetzen. Ah, hier, hier, hier. Okay, hier ist irgendwas blockiert. Okay, warum auch immer. Da noch, da noch, da noch. Ja, theoretisch sollte ich jetzt, glaube ich, alles haben. Okay. Das soll es gewesen sein. Sehr gut. So. Wie gesagt, noch lange nicht fertig, ne? Das werden wir jetzt weiter runtersetzen. Wie ihr seht, momentan sind sie ja hier mehr oder weniger versunken. Deswegen gehen wir jetzt runter. Wir weiter das bewegen. Dass das dann passt, optisch wieder. Ja, so, dass der Weg nicht durchgeht. Ja, quasi. So. Na, ja, jetzt passt das. Das sollte gehen. Wie gesagt, Vivarien kommen gleich noch rein hier. Hier oh, hier hast du auch noch einen Weg vergessen. Was macht nichts? Da kommt das Vivarium rein. Warum ist denn das da so hoch? Habe ich da was vergessen? Warte mal, das können wir gleich mal ändern. Kopieren. Habe ich doch tatsächlich einen Boden vergessen. Bösheit. Bösheit. Aber so die Grundstruktur von dem Gebäude steht. Das wird der Eingangsbereich quasi. Wie gesagt, 4 Vivarien kommen rein. In jede Richtung wird es einen Ausgang geben. Quasi der Grundplatz. Ne? Ich denke mal, das ist ganz okay. Und den kann ich sogar anschließen, ohne dass es Probleme gibt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Es passt sogar. Das war jetzt sogar nicht beabsichtigt, aber es passt. Guck mal, es ist zwar nicht ganz auf Raster.
da wird es natürlich auch so nicht rangehen, das ist klar, aber wir können es fast symmetrisch ranbringen. Zumindest optisch gesehen. So, geil. Wie Arsch auf Grundeis. Na, oder? Ist doch schon mal nice. So, dann werden wir jetzt nämlich Folgendes tun. Wir werden jetzt die Vivarien umziehen. Dich nämlich. Was bist du denn eigentlich? Du bist die gelbe Anaconda. Wie gesagt, das ist jetzt nur jetzt zentraler Dreh- und Angelpunkt. Nur lange nicht fertig. Aber zumindest mal ein bisschen was. So, und warum? Ich hasse das, wenn das... Oh, diese Kameraführung ist furchtbar. So, passt rein. Bäm. Gelbe Anaconda. Geht doch. So, einmal umgezogen. Gelbe Anaconda. Gelbe Anaconda. Gelbe Anaconda. Da muss ich noch was ranbauen. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt reinziehen. Wie gesagt, ich finde das immer ganz gut, wenn man so die... Ich habe ja mehr Vivarien, oder? Ah, ne, hier. Ich finde das immer ganz gut, wenn man, die halt wirklich in so ein Gebäude packt, sag ich mal. Hoppala. Na komm. Dass sie halt nicht so einzeln so rumstehen, so, weißt du? So, was ist das hier? Puffotter. Hier haben wir die Puffotter. Habe ich noch gar keine Dinger stehen. Ist die Puffotter? Man kann auch natürlich ein ganzes Gebäude machen, sag ich mal. Sprich. Vielleicht auch mal so wirklich nur ein reines Schlangengebäude. Kann man ja alles machen. So, schwupp. Passt wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Goliath-Käfer. Den Kacke-Käfer. Und dann haben wir noch hier hinten... Die Schildkröten. Die Schildkrötis. Ja. Wie gesagt, dann wird auch noch ein... Also wirklich... Kamera ist manchmal echt ein Albtraum. Oh, wirklich, da denkst du auch, ey. Ne? Boah. Na. Ist jetzt drin? Richtig korrekt, ja, ne? Ich glaube, das. Ja, ist korrekt drin. Passt. Das ist in Ordnung. Kann man mit leben. So. Das sind die Schildis. Was hier nicht passt, ist. Obwohl der schwebt hier so ein bisschen. Den müssen wir mal auch bewegen. Freies Bewegen. So. Passt. Das ist nämlich die Diamantschildkröte. So, Diamantschildkröte. Muss leider ein bisschen alles manuell nachsteuern. Geht leider nicht anders. Aber ich denke mal, dafür, dass ich das mal eben auf die Schnelle zusammengeklöppelt habe vorhin, ist das okay. Wie gesagt, Feintuning muss da noch kommen und so weiter, aber... Naja, hier diese komische Leuchte hier war ein Experiment, die kann eigentlich mal raus, die passt hier gar nicht hin. Oder? Lukas?
Ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Kann man damit arbeiten. Draußen rum natürlich noch ein paar Pflanzen und so weiter. Denke mal, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn man das so macht. Hier vielleicht ein paar Hecken oder sowas. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. So, gehen wir auf Beenden. Sorry. Spendenbüchsen, ganz wichtig, die müssen hier noch hin. Dich. Kopieren. Drehen. Zip. Zip mit Winkelausrichtung, danke. Zip daran, ne, ein bisschen vor. Beenden. Passt. Hallo. Gelbe Anaconda. Passt. So, du siehst. Dich können wir auch ein bisschen runtersetzen. Ja. Schwupp. Ja, perfekto. Sehr gut, passt. Ich hätte das ein bisschen schöner und größer gemacht. Ja, Lukas. Das ist ja nur ein Anfang. Das ist ja schon, also es ist schon ein relativ großes Gebäude. Ne, wie gesagt, es ist der Anfang. Ich habe das vorhin mal auf die ich bin seit 2 Jahren nicht mehr wirklich Planet Zoo angefasst. Also, ich habe es wirklich in Grundriss gemacht. Wir arbeiten ja noch dran. Wir bauen noch Dekoration ein und so weiter. Und Ambiente und kommt alles noch. Kommt alles noch. Kommt noch. Kannst du dir drauf verlassen. Das kommt noch. Einrichtungen. Mülleimer, Bänke, Sicherheit. Es muss, wie gesagt, ne, sind hier erstmal Mediengeräte und Bildung. Wo bist du denn? Dich hier. Wie war in Infotafel? So, zack. Der dockt natürlich jetzt leider da an, wo er nicht soll. Halt. Wie gesagt, Sound kommt hier noch rein. Und. Der dockt nämlich jetzt immer auf den hier an. Komischerweise. So, schwupp. Wir bauen ja nachher noch das Affengehege. Und da, das bauen wir dann ja auch dementsprechend. Vor allen Dingen, ich habe das Gebäude, hier noch keinen richtigen Plan gehabt, wie ich was angehe. Das war schon nicht so ganz einfach. Das mal eben hinzubekommen. Ah, passt. Drehen. Weiter ist es drehen. Achso, einfach X. Machen wir einfach mal mit Shortcuts. Ja, da fehlt noch Deko, da fehlt noch Licht, ich weiß. Und überhaupt, ja. Aber das kriegen wir hin. Dazu haben wir den Stream. So. So, der ist auch dran, der ist auch dran. Hier ist okay. Schupp. Muss ja auch erstmal wieder mit den ganzen Tastenkürzel klarkommen, ne? Das ist ja auch so ein Ding hier. Also, in den ganzen Tastenkürzel brichst du ja auch manchmal die Finger. So, wollte ja eigentlich ursprünglich in das Haus hier noch auch Fressbuden mit reinpacken. Aber es hat nicht so optisch nicht funktioniert. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch einen Anbau machen. Es kommt noch ein Anbau, keine Sorge. Und die Ausgestaltung muss halt auch noch passieren, das ist klar. So, was haben wir denn hier drin, ne? Das ist der Goliath-Käfer. Okay, der Goliath-Käfer. Goliath-Käfer? Goliath-Käfer.
Goliath-Käfer. Es bleibt ja nicht das einzige Vivarienhaus. Wir haben noch jede Menge Viecher, also. Haben wir hier die Puffotter. Puff. Otter. Aber wie findest du denn das, das Glasdach? So. Mal rauszoomen. Ich denke, damit kann man arbeiten, oder? So, was wollte ich denn machen? Die sind da. Okay, wir brauchen auf jeden Fall hier noch Spendenbüchsen. Damit kommen wir gar nicht drum herum. Vielleicht auch nochmal irgendwie Fernsehschirm hier dran oder irgendwie sowas. Kann man hier... Oh, ja, klar. Gehege. Lautsprecher, Umgebungslautsprecher, Infolautsprecher. Ja, vielleicht auch noch nicht so verkehrt. Nur ein Infolautsprecher. Ja, dann machen wir den mal hier dran, den Infolautsprecher. Dass die auch Infos bekommen. So, dann wollte ich die Büchsen dran machen. Die Spendenbüchsen. Wo waren die denn jetzt? Spendenbüchsen. Hier. Ich kann ja das mal ausmachen, oder? Kommt, Kinder. Ihr müsst spenden. Fällt mir aber noch nicht. Muss ich gleich nochmal anders hinsetzen. Ja. Spendet für unsere Goliath-Käfer. Für unsere Kacke-Käfer. Da sippt er jetzt wieder an. Ich muss noch ein bisschen nachjustieren. Das sieht gut aus. Okay. Sehr schön. Ja, dir fehlen ja auch noch Pflanzen und so weiter. Und ach, ich könnte ja mich noch stundenlang dann austoben, aber wir wollen ja auch ein Gehege wieder bauen. Deswegen. So, okay. Ich will die nämlich in die Ecken haben. Kann ich ihn nicht so bewegen? Ah, ich weiß warum. Die sind auf dem Weg da gepackt. Deswegen müssen wir es ein bisschen anders machen. Hallo. Jetzt nicht meine Favorit, wie ich das machen würde, aber mein Gott. Geht nicht anders. Direkt neben der Infobox können sie spenden. So. Besser. Zack. Weil die meisten werden sowieso sich bei den Infodingern tummeln. Also können sie da auch gleich was lassen. Okay, das ist okay. Hier ist noch gar nichts. Okay. Momento. Just a momento. Schupp. Na? Und heute schon weiter Subnautica gespielt. Lukas? So, nochmal bitte. Schilder können wir hier auch noch reinbauen. Und. Jetzt. Das ist so abartig, ganz ehrlich. Scusi, Spendenbox. Wo bist du? Spendenbox? Spendenbox? Noch nicht, mache ich aber später vielleicht. Okay. Oh, Geldautomaten wäre auch interessant.
Da. Stellen wir sie doch gleich mal daneben. Bin gespannt, wie sie das neue Gebäude annehmen werden. Haben wir da eine? Ja, passt. Bin mal gespannt, wie sie das annehmen werden. Ich lasse mal ganz kurz anlaufen. Okay, jetzt werden sie alle gesettet. Ja, Mitarbeiterraum ist klar. Wir haben keine Verbindung, etc. pp. Stopp. Immer dieses Rumgemeckere, Rumgezetere. Unglaublich. Okay, da ist blockiert. Warum ist das da blockiert? Das gefällt mir auch nicht, dass das hier so... Das ist auch so eine Sache hier. Das ist mir auch ein Dorn im Auge. Ganz ehrlich, es ist mir ein massiver Dorn im Auge, dass hier das so doof läuft. Sag ich mal. Also. Geländer mit erhöhtem Weg. Weg mit Geländer. Moment. Ja, ja, ist okay. Warte mal, mal anders machen. Mal ganz anders machen. Momento. Wir haben da ja die 4 Meter Variante, den kleinen Weg. Na, dann machen wir es jetzt mal richtig. Bauen das jetzt mal richtig hin. Weg von diesen dahingeklatsche. So. Das ist das. Ihr könnt euch jetzt mal bewegen und auch an einem Raster ausrichten. Dann passt das nämlich eindeutig besser. So. Und dann kann ich das dementsprechend auch vernünftig hier bewegen und bauen. So, zack, bumm, der passt. Das hier ist jetzt hier, ja, Deko im Moment. Im Moment ist es furchtbare Deko. So, was mit dir hier? Bewegung. Warum kann er da nicht hinbauen? Das verstehe ich nicht, dass er da rumzetert. X drehen. Raster. Quatsch. Zack, zack. So, nochmal bewegen und... enden. So, da fehlt aber der Weg. Ist ja auch geil, ne? Da fehlt jetzt hier der Weg. Na. Ah, okay. Ja, ah, ich verstehe. Ah, das ist ja geil. Wir gehen aber davon aus. Wie gesagt, das ist, wenn man am Anfang schluderig arbeitet, dann kommt sowas bei raus. Na, dann hast du so ein Problem, ja. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain, I hope I will.
Gonna build a mountain. Gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. Gonna build a daydream from a little home. Gonna push that daydream up the mountain slope. I feel my